Herzlich willkommen zum Bautagebuch des Zen Gardens Paraguay. Und heute, diese Woche, hat sich richtig viel getan. Ich freue mich, Ihnen das zeigen zu können. Und jetzt schauen wir uns mal durch Zufall auch an, was heute am Samstag passiert. Und zwar wird gerade die Türe für den Haupteingang geliefert. Und zwar, die wird jetzt gerade angebracht. Wir sehen hier, das ist die Lieferung. Auf dem Auto liegen die zwei Flügel. Und einmal noch bitte einmal ganz rumdrehen. Und genau da wird sie dann heute, jetzt gleich am Samstag, eingebaut. Ja, und wir gehen jetzt weiter über den Zen-Garten. Und ja, und bevor ich es vergesse, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann natürlich bitte, wie immer, Daumen hoch unter dem Video. Und sollten Sie es noch nicht im Abo haben, unseren Kanal, dann gleich daneben klicken, ins Abo nehmen und Sie werden automatisch immer informiert, wenn wir ein neues Video rausbringen. So, und jetzt sind wir im Grundstück und schauen uns an, was sich da alles getan hat. Und wie gesagt, die Woche, es war richtig was los. Tja, Nummer 1, da liegen Steine, das sind Natursteine. Und dahinter sehen Sie die Haupteinfahrt des Zen Gardens. Und es fällt Ihnen auf, die Holzbretter sind weg. Das heißt, das Tor ist soweit fertig. Und nächste Woche werden die Steine angebracht. Wir haben uns entschlossen, dass wir Natursteine am Tor anbringen lassen. Das haben wir schon öfters gesehen in Paraguay. Und das sieht richtig gut aus. Und die also wie gesagt, das Holzgerüst wurde weggemacht, die Steine wurden schon angeliefert und nächste Woche geht's weiter. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt, was diese Woche passiert ist. Und zwar schauen Sie darüber, das Empfangshaus sowie das Haus vom Capataz, vom Verwalter, vom Gärtner, vom Betreuer sind deutlich weiter geworden. Das heißt, die Wände stehen und man ist schon dabei, das Dach vorzubereiten. Das wird später unser kleiner Kiosk und Empfang sein. Das heißt, rechts davon, Sie sehen schon die Vorbereitung, die Türe wird eingebaut, wie ich es vorhin schon gezeigt habe. Und wenn man eben zu Fuß ankommt, kann man hier durchgehen und hier ein schönes großes Empfangsfenster. Und da werden wir Sie dann begrüßen. Sollten Sie mit dem Auto reinkommen, kommen Sie durch die Haupteinfahrt und es sind 2 Meter rüber zum Empfang. Und dann begrüßen wir Sie da genauso herzlich. Und jetzt schauen wir uns das Haus des Capataz an. Capataz. So, ich bin hier über eine kleine Schwelle gestiegen. Das ist das Grundfundament, das heißt, alles wird auf, Sie sehen auch den wieder die schwarze Linie, alles wird auf diese Ebene später angehoben werden. Das heißt, hier kommt dann Erde noch rein, das Ganze wird befestigt, da kommen dann vom Boden der Putz, der unten reingehört, rein und am Ende kommen die Fliesen drauf. Das heißt, wenn ich später, wenn alles fertig ist, hier stehe, werde ich so hoch hier stehen und nicht mehr so tief. Ein Blick in den späteren Empfangsbereich und kleinen Kiosk. Sie sehen, es ist ein Raum. Hinten sind die Glasbausteine drin, damit wir eben abends auch noch das Abendlicht ausnutzen können. Und da wird rechts und links werden dann wird jeweils eine Zeile eingebaut, wo wir eben alles, was wir benötigen und was wir für Sie vorrätig haben, dann eben auch lagern können. Um die Ecke haben wir den Eingang zum Haus für unseren Capataz, unserem Verwalter. Ja, schauen wir es uns an. Rank und schlank gehe ich am Gestell vorbei. Das Gestell brauchen Sie, weil oben natürlich noch geziegelt wird für den Dachstuhl. Und Sie sehen, das ist dann der Wohnaufenthaltsraum. Weiter hinten, da stehen noch mehr Gestelle. Da gehen wir jetzt nicht rein. Auf der rechten Seite ist dann das Schlafzimmer. Das heißt, auch die Wand hier draußen, das ist die Wand des Schlafzimmers. Und links, das hatten Sie in den letzten Wochen schon öfters gesehen, da ist dann eben auch Dusche und Bad. Ja, und das Ganze nimmt wunderbare Formen an und man sieht oben schon alle Vorbereitungen für einen Dachstuhl laufen. Ich gehe davon aus, dass Ende nächster Woche, Anfang übernächste Woche auch hier das Dach bereits verlegt wird. Beim Dach genau analog wie zur Holzhütte, da benutzen wir wieder Metalldach mit 8 cm Styropor drunter, einfach auch
zur Isolation. Und wie gesagt, Sie sehen es auch hier, wie immer, wir für alle Außenwände benutzen wir die Ytongsteine und innen drin die Innenwände, die sind normal geziegelt. Damit erreichen wir die beste Isolation, Wärme, Kälte, was man hier so bauen kann. Unser Holzhaus, das kennen Sie schon, da ist nichts Neues dabei. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, da oben ist eine Regenrinne dazugekommen, werden Sie sagen, naja, ist auch nicht wirklich bahnbrechend. Was für uns bahnbrechend ist, durch die Regenrinne wird hier, wenn es regnet, kein Wasser mehr runterschwappen. Denn im Moment war das Problem immer, dass dieser Erdhügel hier mit jedem Regen weggeschwemmt wird. Und Sie sehen, der Erdhügel ist, ja, den haben wir wieder aufgefüllt, wir haben ihn festgeklopft und haben auch gestern sogar gleich Rasen angepflanzt. Grund ist ganz einfach, der Rasen soll sich vermehren und durch die Wurzeln des Rasens wird dann dieser Erdhügel auch stabil bleiben, auch beim Regen, und da wird nichts mehr weggeschwemmt werden. Wenn Sie übrigens, schauen wir mal an den Himmel, heute haben wir Regenwolken da oben. Ich sage Ihnen, das ist mal was richtig Tolles. Das heißt, ich stehe zwar immer noch hier mit dem kurzärmlichen Hemd, denn es hat immer noch irgendwie 25 bis 30 Grad, aber ich freue mich schon drauf, wenn es heute ein bisschen regnet. Gut für die Natur und wie gesagt, wir haben unter 30 Grad, was mal eine schöne Erfrischung ist. Kleinigkeit, für uns wichtig, wie gesagt, denn da hat es den Hügel öfters weggeschwemmt. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren, naja, kleinen Sache nicht, größeren Sache. Gehen wir mal weiter. Ja, das, was sich am meisten geändert hat und also visuell auch geändert hat, das sehen Sie hier. Unser Kinjo ist fertig. Die Holzlieferung war Ende letzter Woche und diese Woche haben die Kinjo-Bauer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag das Kinjo aufgebaut und zwar fertig. Und genau da steht es und Sie sehen, also ich finde es schön, ich hoffe, Ihnen gefällt es auch. Da kommen nächste Woche noch zwei Ventilatoren mit Licht rein und wenn wir auf den Boden schauen, der Boden ist natürlich noch nicht fertig. Man sieht, hinten wird bereits geziegelt, das heißt Vorbereitungen zum Fundament laufen. Es wird einmal rundherum geziegelt, das wird mit Erde ausgefüllt, dann kommt wieder der Unterputz drauf und am Ende kommen dann auch schöne Fliesen drauf. Und dann mit den zwei Ventilatoren ist das Kinjo auch fertig. Die Fliesen, also das Fundament und alles, was drunten ist, das werden wir nächste Woche bekommen. Die Fliesen jedoch werden wir erst mit der Fertigstellung der zwei ersten Haushälften verlegen, denn ich gehe davon aus, dass auch die Bauarbeiter mittags oder in ihren Pausen auch im Kinjo sitzen werden, denn der Schattenspender ist einfach toll. Und wie gesagt, wenn Sie hier über 30, fast 40 Grad haben, dann ist jeder Schattenspender richtig wichtig. Ja, und jetzt schauen wir uns auch noch an, wie geht es denn den Vorbereitungen für die ersten zwei Haushälften. Und hier stehe ich jetzt an dem Platz, wo die ersten zwei Doppelhaushälften entstehen. Und genau an diesem Punkt, wo ich hier stehe, das ist der Eingang zur Terrasse vom Haus Kolibri. Und hier nebenan, da entsteht das Haus Orchidee. Und Sie sehen hier schon, die ersten Säulen sind bereits im Fundament in der Erde eingelassen und ganz hinten sieht man sehr schön, bereitet man jetzt auch schon die Verbindungen der Säulen vor. Das heißt, dass das Ganze natürlich auch ein stabiles Fundament hat, wenn man dann die Mauern hochzieht. Auf der Seite von Haus Orchidee, da sind die ganzen Säulen bereits fertig. Und hier in der Mitte, das ist die Säule zwischen Orchidee und Kolibri. Das muss noch aufgefüllt werden mit Erde. Und hier auf der Seite vom Haus Kolibri sehen Sie auch, die Säulen sind alle schon in der Erde. Der Zement trocknet bereits. Nächste Woche wird man Erde aufschütten und wird auch hier die Verbindungen der Säulen gießen. Ja, interessant noch, meine Kleinigkeiten, aber es ist einfach mal schön zu sehen. Der Verkäufer von dem Grundstück, der hat hier vor, was hat er gesagt, 40 Jahren, einen Brunnen graben lassen. Und das war kein Tiefbrunnen. Und der Brunnen ist dann auch sehr schnell ausgetrocknet, hat er erzählt, weil er wollte sich hier mal ein Wochenendhäuschen hinsetzen, was aber nie passiert ist. Und das sind die Überreste. Wie gesagt, der Brunnen ist trocken. Wir werden die Steine des Brunnen werden wir entfernen und mit Erde auffüllen.
Sie sehen, auch hier, es geht schön voran, Schritt für Schritt. Und nächste Woche gehe ich mal davon aus, werden die ganzen Fundamente, das ganze Grundgerüst fertiggestellt werden. Freue ich mich schon drauf. Ich finde das immer so toll zu sehen, wie auf einer Baustelle Schritt für Schritt die ganze Sache vorangeht, wächst, gedeiht. Und auf einmal entsteht genau das, was wir auch bei unserer Animation Ihnen gezeigt haben. Ich meine, das ist ja das, was in unserer Vorstellung ja im Kopf ist. Und das ist genau das, was hier entsteht. Und ja, wenn Sie noch mal Lust haben, schauen Sie sich noch mal die Animation vom Zen-Garden an, wo wir mit einer Kamera ums Grundstück und im Grundstück herumfliegen. Und Sie werden sehen, genau das entsteht hier. Genau wie wir es uns bis jetzt auch vorgestellt haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, eine Fliege, wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen hoch bitte. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder vorbeischauen. Ihr Zen-Garden-Team Paraguay. Bis nächste Woche. Tschüss.